Ich darf Sie herzlichst begrüßen zu unserer astrologischen Monatsprognose November 2015. Und da haben wir erstmals grad genau das Quadrat der Spannungswinkel zwischen Saturn und Neptun, der uns übrigens auch 2016 ganze 5 Monate lang begleiten wird. Es ist das Quadrat, das die Auflösung der Grenzen symbolisiert, anzeigt. Denn Saturn steht nun einmal für die Begrenzung und Neptun für die Entgrenzung. Ein letztes Mal hatten wir, als etwas Dramatisches in der Welt geschah, die Konjunktion zwischen Saturn und Neptun, und zwar beim Mauerfall am 9. November 89. Damals stand die Konjunktion zwischen Saturn und Neptun im Steinbock und war im 4. Haus des Horoskops der BRD. Mundan gesehen hat das 4. Haus mit der Heimat zu tun, und damals fielen die innerdeutschen Grenzen. Nun fallen Grenzen weltweit durch das Saturn-Neptun-Quadrat. Und interessant ist, dass Saturn im Schützen steht und Neptun in den Fischen. Das heißt, es sind die religiösen Zeichen angesprochen. Man muss also mit verstärkten Konflikten auf diesem Gebiet rechnen. Es geht um weltanschauliche Differenzen, die sich eben auf die Religion konzentrieren. Und das passt so irgendwie zu unserer Zeit wie die Faust aufs Auge. Auch die Auflösung der Grenzen. Saturn-Neptun zeigt aber auch einen Desillusionierungsprozess an. Es ist ein Hilferuf, es ist der Kampf zwischen der Realität, Saturn der Ernüchterung und Neptun dem Ideal. Und es liegt an uns, welchen Planeten wir folgen, dem Ideal oder dem reinen Zweck, der Materie, der Begrenzung. Also ein Aspekt, der die ganze Zeit, die gesamte Zeit, die gesamte Menschheit, aber auch jeden Einzelnen von uns herausfordert. Im Einzelnen betrachtet beginnt der Monat mit einer Venus-Mars-Konjunktion, gerade genau um den 3. November. Die hat sehr viel mit Emotionen, mit Liebe, mit Begehren zu tun. Sie steht in der Jungfrau, da ist sie ein bisschen gedämpft. Um den 6. haben wir dann ein Sextil zwischen Sonne und Pluto, und Merkur steht im besten Winkel zu Neptun. Das sind also auch Tage, die hervorragend geeignet sind, um sich so richtig ins Zeug zu legen, um zu arbeiten, um Arbeit wegzuschaffen. Merkur-Neptun inspiriert uns dabei und sorgt für anregende, interessante, fantasiereiche Gespräche. Um den 11. haben wir dann einen wundervollen Neumond im Skorpion. Er wird begleitet von einem sehr günstigen Jupiterwinkel. Und das heißt, alle Anfänge, alles, was wir jetzt neu starten, sei es beruflich, sei es partnerschaftlich oder auch gesundheitliche Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind von Erfolg begleitet. Also merken Sie sich diesen 11., vor allem diesen 11., ein wunderbarer Tag, der zu großen Erfolgen führen kann, wenn man an diesem Tag aktiv wird. Um den 13. November herum steht Venus günstig zu Saturn und gleichzeitig Merkur zu Jupiter. Venus zu Saturn heißt, wir können jetzt Gefühle festigen, vertiefen. Wir können unsere Liebe bekennen, und es wird positiv in den meisten Fällen, wenn es denn stimmig ist, auch angenommen. Also ein sehr ernsthafter Aspekt, was die Liebe betrifft, der auch ja durchaus zu Versprechen führen kann, was zum Beispiel eine Heirat oder eine Verlobung betrifft. Merkur günstig zum Jupiter ist außerdem förderlich für alle Aktivitäten, die Kauf, Verkauf und überhaupt das Geschäft betreffen. Zwischen dem 20. und 24. November müssen Sie etwas auf Ihre Liebe, auf Ihre Partnerschaft aufpassen. Wir haben zwar die Venus in der Waage, und die steht da ja sehr gut, sehr stark, sehr hell, sehr kraftvoll in Bezug auf unsere Gefühle. Aber diese Venus zwischen dem 20. und 24. baut zunächst einen Spannungswinkel mit Pluto auf. Und es das heißt jetzt,
tauchen Eifersuchtsgefühle auf. Jetzt tauchen Leidenschaften auf, die nur schwer zu bewältigen sind. Und gleichzeitig steht Venus dann in Opposition zu Uranus. Und das kann zu Trennungen aus dem Affekt heraus führen oder zu unbeherrschten Emotionen, wenn es denn um einen Streit oder um Meinungsverschiedenheiten in Beziehungen geht. Also aufpassen in diesen Tagen, reißen Sie sich zusammen. Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ende November haben wir dann noch einmal eine sehr schwierige Planetenkonstellation am Himmel. Die Sonne überquert nun Saturn und steht damit gleichzeitig in Spannung im Quadrat zu Neptun. Also dieses Saturn-Neptun-Quadrat wird jetzt entzündet und es kann bei vielen Menschen zu so Zweifeln, zu Unsicherheiten, ja im schlimmsten Falle sogar zu Depressionen führen. Es ist ein sehr dunkler, ein sehr düsterer Aspekt, der sich übrigens auch im Wetter widerspiegeln wird. Es dürfte in diesen Tagen sehr kalt werden und möglicherweise auch ergiebige Schneefälle geben. Ich wünsche Ihnen einen interessanten, einen spannenden und auch einen sehr harmonischen und erfolgreichen November. Machen Sie es gut.